Okay, ich hab eine Idee. Okay. Push die Fotzen! Ja! Push sie! Push die Fotzen! Rein in die Masse! Holt euch Gottes Pussy! Gottes ich hab einen Pussy! Super. Push die Fotzen! Ah! Er stolpert. Handkitsch! Sie sind im Handkitsch! Sie sind im Handkitsch! Oh mein Gott! Stark, Peppi. Das war Amja Weltmacht! Amja Weltmacht! Ochis, knie nieder, die Fotzen! So, Armas. Wieso sind wir hier verdammte Scheiße nochmal wieder so wenige? Wieso sind wir hier so wenige? Wir sind noch 22 Mann auf der Liste sind. Okay, wir sind 22 Hermanos und eine 3 Hermanos auf der Liste, richtig? Ja, ja, wir sind eine sogar zu viel auf der Liste, Mr. Bitcoin. Deswegen. Wer ist zu viel? Sie haben ja Jamal rausgemacht. Ja. Aber das war ja irgendwie, ist irgendwie so ein Fehler, dass der trotzdem noch drin ist. Ja. Und Amar ist jetzt erstmal im Urlaub. Und das ein bisschen länger. Er hat gesagt, könnte bis Mitte Oktober sein. Das heißt, wir sind sogar einer weniger auf der Liste, oder nicht? Nein, Amar war vorne rein raus. Okay. Hat die Amar schon rausgenommen aus Liste? Das war... Komm mal mit alle zur Liste, Mirda. Komm mal mit. Also wir sind 26 auf der Liste. Wo ist Jamal, Mirda? Wo ist Jamal? Rang 11, ganz oben. Gut, wir sind jetzt 25 auf der Liste. Okay. So passt. Also ich lese mal vor. Nora... Sasa, Sophia, Rodrigo, Momo, Alfred. Amar ist noch drin. Ja, Amar müssen sie rausnehmen. Weil dann er sind ist wir 24. Ja. Also das, was ich gesagt habe. Also hatte Sasa recht. Tarek, Mogli. John wurde nicht rausgenommen. John ist noch da. Tarek, Mogli, John, Breitenberg, Berkant, Penguin, Diego, Litecoin, Loco, Tony, Liz, Lennart, Jitsi. Ist Lennart und Jitsi noch da? Ja, diesen Urlaub. Diesen so Urlaub. Jizzy kommt diese Woche, glaube ich, zurück. Bei Lennart weiß ich nicht ganz. Ja. Warte mal, was heißt mit, wir wissen nicht, wann Lennart kommt und Jizzy? Ich habe bisher noch nicht nachgefragt gehabt. Kann das aber mal machen. Ich kann mal fragen, wenn er zurück ist. Jizzy ist irgendwie, was meint der? Malle für eine Woche oder so. Genau. 4 Tage. Ja, 5 Tage. Fünf Tage waren das. Ein Macher, wie er im Buche steht. Bueno, Les Loco, Jizzy, Marco, Jay, Alpi, Berkan, Rein. Alfred. Okay, gut. Alles klar. Dann kommt alle zum Paul. Wir haben einen Anwärter. Ich habe gar nicht Larry auf der Liste gesehen. Wir haben doch Larry rausgenommen. Ja, weil er gesagt hat, er ist im Urlaub. Ja. Ja. Stimmt. Ist er im Urlaub? Ja. Er ist schon nicht, aber er geht in Urlaub ein paar Tagen. Ich habe das voll vergessen. Ja, stimmt. Ihr habt recht. Gut. Ah, und alles andere ist bei Kanon. Ja, aber das er hat mir schon vorher Bescheid gegeben. Was? Was mit Miami? Ja, er hat... das sind wir nicht, aber Alessandro hat vorher, also er hat gesagt, dass er keine Zeit hat, also dass er keine Zeit hat, dass er öfters zu Prime nicht da sein wird. Das hat er ja auch zu ihm gesagt gehabt. Und da wir dann Platz gebraucht haben, hat er sich dann angeboten, rauszugehen. Und dann hat er mich gefragt, ob das okay wäre, dass er dann. Ist auch okay, jetzt hat er einmal alle guten Familien durch. Ist auch okay. Hermanos, scheiß doch drauf. Enzo, geh mal in den Paul. Bueno, stell dich vor. Erzähl was von dir. Okay, mein Name ist Enzo, bin 20 Jahre alt und ich komme aus Spanien. Ich war eine Zeit lang, also einen Tag schon bei Kali, vielleicht wissen das manche schon. Die anderen, die nicht da waren, wissen es nicht. Ich konnte da schon Leute von euch kennenlernen, ein paar kannte ich auch schon vorher. Über meine Zeiten, wo ich wach bin, die beträgt, also ist immer Prime, 17 Uhr bis 2 Uhr. Also ich bin auch immer aktiv dabei. Und ja, ich bin ein Mensch, der auch gerne teilt. Deswegen bin ich auch ein Familienmensch. Also wenn man etwas von mir braucht, zum Beispiel irgendwie Geld oder so, etwas leihen möchte, dann teile ich das auch gerne. Nee, sag das nicht zu laut mit Geld leihen. Ich würde das machen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich die ganze Familie jetzt damit ausstatten könnte. Aber wenn mich jemand fragen Freaky, würde, ich bin ein hilfsbereiter Mensch und würde gerne die anderen helfen. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Enzo. Welche Familie warst du vorher? Auf diesem Staat oder auf dem Nebenstaat? Ja, auf dem Nebenstaat und hier. Ich habe leider nicht so eine gute Vergangenheit, aber muss ich leider sagen, dass ich, ich habe mich zu meinen Cousin gehalten. Boah! Und der war bei Raval und der LCN. Da konnte ich mich, es ist halt leider nicht so ein guter bitte, Start bitte, Liebe da lassen. Den Anfang. Raval? Ja, Raval. Raval, sag mir was. Ich hab's geschafft! Alter. Aber auf jeden Fall war ich auch. Nein, nicht. Nein.
Wir führen hier gerade ein wichtiges Gespräch, eine wichtige Zeremonie. Okay, ich tut mir leid, ich bin dann mal wieder. Ja, ich gehe ins Wohnzimmer was trinken. Du hast keine schöne Vergangenheit, sagst du. Also mit der LCN. Wieso mit der LCN keine schöne Vergangenheit? Ich fand, das war für mich keine richtige Familie. Also die Familie ging am Ende ja auch in Bruch mit Ivanov und ich fand, das hat alles nicht so gut gepasst. Ich war da nicht allzu lange, aber ich habe einiges mitbekommen so. Es war halt für mich einfach keine richtige Familie, weil ich mich da auch nicht so gut wohlgefühlt habe. Das heißt, weil die Leute innerhalb der Familie kannten sich auch nicht so gut, sodass es auch eine eingespielte Truppe war, sondern es war einfach nur ein Kindergarten. Und die Zeit, wo ich hier schon am Anwesen verbracht habe oder den einen Tag, wo ich hier drin war, ist natürlich das genaue Gegenteil von der LCN. Bueno. Also, ich habe ein gutes Gefühl und ich stelle jetzt noch eine Frage, die wichtig ist, die brauchen wir nicht zu leugnen. Kannst du gut callen, schießen? Hast du eine gute Sicht aufs Schlachtfeld? Wie sieht's da bei dir aus? Ich kann gut schießen, würde ich sagen. Also da habe ich schon jede Menge Erfahrung gesammelt. Helikopter fliegen kann ich auch, aber ich glaube, da ist Marco ein bisschen besser als ich. Bisschen besser, okay. Ja, schon besser, ja. Einiges das, besser. Das Callen wäre aber wichtig. Zur Not kann ich auch die Familie aus dem Callen, würde ich sagen, habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit. Ist nicht schlimm, dann hast du was mit Tarek gemeinsam. Bueno. Marco. Enzo. Das ist dein Blattender, Mann. Du bist jetzt ein richtiger Kali. Stopp! Was? Lieber, ich will mich auch noch bewerben. Ach du Schiss. Und das war das Wichtige? Ja. Gehst du denn jetzt in die Luft? Darf ich mich auch noch bewerben? Als was? Eins. Hola. Senior Bitcoin, ich möchte ins Kali-Kartell. Peppi, aha. Das, was wir gelernt haben, ne? Das, was wir gemacht haben, Peppi. Ja, ich alles. Zeig jetzt Mr. Bitcoin, er kann sehr gut callen. Er kann echt sehr gut callen. Zeig mal Mr. Bitcoin. Jetzt geh erstmal raus aus dem Paul. Ich bin guter Caller, ich bin guter Schießer und ich sehe alles. Auf Knopfdruck. Du siehst alles auf Knopfdruck? Ja. Also wie damals, wo die Leute in Griechenland unterwegs waren, alle auf Knopfdruck. So ist es. Also ich schäme mich auch nicht. Wenn ich in die Suppe gerufen werde, ich schicke auch Aufnahmen mit Skelette und so. So wie MG13 damals, der Patron. Genau, jawohl. Kennen Sie den? Ja. Stark. Aber stark. Peppi, Spaß beiseite, wie sieht's aus mit den Callen? Kannst du das mal ich kann callen, vorführen? Ich mach das bitte gerne einmal. Zeigen, wie letztes Mal. Haltet die Ohren zu. Ich bin tatsächlich auch guter Caller, Herr Bitcoin. Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal mitbekommen haben, aber ich kann das echt gut. Das ist einer meiner besten Disziplinen, die ich habe tatsächlich. Okay. Ich brauche einmal eine Waffe. Hat jemand vielleicht. Warten Sie mal ganz kurz, ich muss das einmal hier. Was ist deine Glückszahl? Eine SNS-Pistole am besten. Ich habe eine SNS. 144. Moment, bitteschön. Jochen, okay. Den Funk, ne, Peppi? Ja, alle auf den Boden, das. Lieber. Ich geh mal kurz in den Funk rein. Ja, aber nicht, dass du in den PD-Funk reingehst oder so. Nein. So, okay. Also, welches Szenario soll ich callen? Kolonne trifft auf Kolonne. Ja, Kolonne, okay, mal. Wie viele Autos ungefähr? Ich brauche noch ein paar Details. 10 Autos. 10 Autos und Helis in der Luft, ne? Priorität liegt bei Aussteigen, ja? Selatio, Priorität liegt bei Aussteigen. Backstep okay. Mit BF hinter uns. Okay. Gut, ich muss kurz was überlegen, wie wir das genau dann machen. Okay, ich hab eine Idee. Okay. Push den Fatzen! Ja! Push sie! Push die Fatzen! Rein in die Masse! Holt euch Gottes Pussy! Ich hab einen Super! Push die Fatzen! Ah! Er stolpert. Handkitsch! Sie sind im Handkitsch! Sie sind im Handkitsch! Oh mein Gott! Ja, das war krass, Mann. Das war krass. Ja. Ich hab das am ganzen Körper gespürt. Leute, habt danke euch für diesen geilen, tiefgang fetten Hype-Train. Ja, vielen Dank, Calls Leute. Eigentlich waren? Ja. Haben Sie die Rolle gesehen? Er ist gerollt, ja. Schauen Sie mal. Er kann auch die Fettrolle. Ist gut. Oh! Haben Sie das gesehen, Herr Bitcoin? Ich hab's gesehen, Romano, und ich muss schon sagen, dass du jetzt schon besser callst als Tarek.
Ich weiß, das motiviert dich vielleicht nicht richtig, weil Tarek jetzt auch nicht unbedingt der Caller ist. Aber, naja. Sie können mich alles fragen, Herr Bitcoin. Wieso willst du überhaupt in eine Familie? Also, ich, wieso will ich in eine Familie? Weil ich, naja, also wollen Sie die Wahrheit wissen? Ja. Ich will die ganze Stadt, dass die ganze Stadt brennt und Krieg ausbricht. Oh. Ja, ich möchte, dass wir Krieg haben. Nein, ich möchte Familienzusammenhalt, ich möchte Bruderschaft und ich möchte, dass wir zusammenwachsen und unsere innige Beziehung weiterführen können. Die innige Beziehung weiterführen? Ja, also brüderlich, Hermanos. Einmal Kali, immer Kali. Und ich bin ein Youngster. Dieser Satz, den haben so viele Leute gesagt, Hermano, und danach waren sie in 10 verschiedenen Kali, Familien. Einmal Kali, immer Kali, nicht wie Jiggy. Woher kennt er das mit Jiggy? Tag, Tag auf die Eins. Genau so. Stark, Peppi, das war... Amja Weltmacht, Amja Weltmacht. OGs, knie nieder, die Fotzen. Du hast mir gerade genau den Charakter gezeigt, den ich 100-mal in Kali habe und den ich am liebsten 100-mal entfernen würde aus Kali. Oh, nein, OGs sind cool, wir sind Freunde. Nein, das sind wir nicht. Oh nein, wir sind keine Freunde, die sind ekelhaft, die Wichser, die werden unterdrückt. Also seine Anpassungsgabe ist brillant, Mr. Bitcoin. Er hat dreimal Anpassung, seine Meinung geändert. Das stimmt. Tiwi, danke dir. Also wenn ich gewählte Auserwählte bin und wir dann eine Familie sind und ich bin hier Ding, ich kann auch, wenn Sie wollen, kann ich auch dann callen und so und dann, wenn Sie wollen, dann mache ich auch Krieg. Und wir haben schon gegen BD geschossen und ich habe 4 Mann geholt. Zusammen haben wir geschossen. Und dann werde ich mich auch umnennen in Peppycoin. Hola, hermanos. Also, ich denke, das ist alles nur ein Wunschgedanke, denn es gibt 2 Sachen, Peppy. Die erste Sache ist, die braune Hose gibt's nur in One Size. Das heißt, schon mal vorbei. Doch, doch, die kann ich besorgen, die braune Hose. Ja. Lokushose. Lokushose? Nein, nein, hermano. Ich will nicht, dass er da einfach durchrutscht. Ich habe MG13, habe ich 5 Stück alleine geholt. Mitrol habe ich dem eingegeben. Also Breitenbeck wird sogar 9 holen von denen. Okay. Und Breitenbeck macht die Augen zu, wenn er schießt. Sag Peppis Thema krasser als Breitenbeck. Das ist Tarek. Ja, ja, wer sonst? Selten. Der beste Caller, in Anführungsstrichen. Genauso wie sie gegen mich schießen, schieße ich gegen sie, Breitenbeck. Ich habe gegen sie geschossen. Herr Bitcoin, glauben Sie mir, fragen Sie Momo, ich bin kaltblütig. Momo, sag mal was! Also, Mr. Bitcoin, ich sag Ihnen ehrlich, der ist echt. Wir haben gegen PD geschossen und ich habe nur noch einen Funk gehört. Hab 1, hab 2, hab 3, hab 4, hab den Caller, hab Jürgen Beißer und so. Also, das war sehr stark, was er da gemacht hat. Ja, ich bin wirklich krass, ich bin wirklich ein guter Schütze und so. Das und wie gesagt, ich habe auch Zwinker, Zwinker, andere Methoden. Jürgen Beißer war beim PD? Nein. Wie kommst du auf Beißer? Hab ich gerade gehört, hat Momo gesagt. Also schau mal, Peppi. Ja? Die zweite Sache ist, nach der mit der braunen Hose ist, dass wir Kalis voll sind. Oh. Die dritte Sache ist, dass jedes Mal, wenn wir jemanden kennengelernt haben, der gut zu uns war, der dann in unserer Familie war, der danach nicht mehr mit uns gut war. Wie kann denn sowas sein? Naja. Sowas passiert. Jeden Tag. Das brauchen Sie keine Sorgen machen. Das passiert nicht bei mir. Ich bin nicht nachtragend. Meine Leute sind sehr, 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 sehr kindisch. Und ich glaube, wenn du in meinen Reihen bist, dann werden meine Leute keine Kinder sein, sondern Babys. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich einen nach dem anderen blattouten muss. Weil sie nicht wissen, wo diese Grenze ist. Kann ich Ihnen ein Bild schicken, Herr Bitcoin? Ja. Das war ich alleine. Weißt du, was mir wichtiger ist als das, Peppi? Was denn? Disziplin. Ich bin diszipliniert, Sir. Ich habe schon viel gehört von den Hermanos von dir. Senior, glauben Sie mir, ich bin diszipliniert. Ich bin der Disziplinierteste. Scheiße, was passiert hier, Mann? Man nennt mich auch die Mexican Sniper. Der wurde kalinisiert. Mit dem mexikanischen Burger? Bitte was? Abnehmen.
Und ich verstehe mich mit den Jungs cool. Wir gehen immer gemeinsam was trinken und so. Alkoholfreies Bier. Eine andere Frage. Ja, Breitmann. Ja, Sir. Sind Sie den ganzen Berg hochgelaufen oder nur vom Ausparker hierhin? Den Berg natürlich. Den gesamten Berg? Natürlich, selbstverständlich. Deswegen waren Sie so außer Puste? Ein bisschen, ja, genau. Eigentlich läuft den Krieg manchmal über drei Berge. Wie wollen Sie da mithalten? Ich rolle einfach. Ach. Also glauben Sie mir, geben Sie mir eine Chance, Herr Bitcoin. Ich werde das Beste machen draus. Ich werde es Ihnen beweisen, ich bin krass. Ich glaube, es hat sich gerade bestätigt, was Mr. Bitcoin angesprochen hat. Sorgen was? Dafür, dass die Familie keine Disziplin mehr hat. Ja, krass sein ist nicht alles, Peppy. Okay. Es gibt viele Leute, mit denen ist man auf der Basis von Hallo und Tschüss sehr gut und man mag diese Leute. Aber dann, wenn man näher zusammen ist, merkt man, okay, es passt nicht. Denn bevor dieses Bild kaputt geht, bleib lieber mit meinen Hermanos gut so, wie du jetzt gerade mit ihm gut bist. Ah, es sind ja, die Kanons hier. Ich verstehe, was Sie meinen. Die OGs werden kommen. Es wird jetzt alles kein Zuckerschlecken mehr werden. Wir haben einiges vor uns. Meine Familie, auch wenn Sie es nicht sehen, ist momentan nicht gut aufgestellt. Wir machen viele Späße, viel zu viele. Wir leisten uns zu viel. Wir sind nicht aktiv und wir nehmen vieles auf die leichte Schulter. Gegen Speedy, das können wir. Schießen gegen Speedy, no problema, das geht schnell. Aber uns wieder einen richtigen Krieg zu vorbereiten, Romanos, dann stehen hier 12 Leute. Das funktioniert nicht. Ich habe jetzt zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht in letzter Zeit und das merke ich. Und deswegen muss ich das jetzt nachholen. Ja, Familienzeit ist wichtig. Das ist richtig. Und was heißt das jetzt? Sie haben einen Sonderstatus als Zivilist, den kein anderer in dieser Stadt genießen darf. Sie sind enger mit Kali als jeder andere. Das sollten Sie weiterhin genießen. Ja, aber die dürfen mir doch nicht helfen dann. Ich dachte, ich komme in die Familie. Ey, okay, wir haben zu weinen, Mann. Ich dachte, wir werden in die Familie. Sie hören sich an wie meine Ex-Frau. Scheiße, der hat nie eine Familie gehabt, der Junge. Das war ich letztens mit dem Leitkern und dann mit mir. Wenn Sie eine Familie wünschen, gibt ein Familienmenü im Burgerladen. Was werden Sie damit? Sie bestellen für eine Familie. Kriegen ein paar Spielzeuge dazu und können die Speise einer ganzen Familie verspeisen. Dann fühlen Sie sich auch nicht mehr allein. Vielleicht kriegen Sie ein Foodbaby. Ich konnte es euch nicht. Was soll ich jetzt machen? Was ist die Antwort, die endgültige? Die endgültige Antwort ist, dass du vielfältig bist. Du kannst sein, was du willst. Du kannst hin, wo du willst. Du kannst tun und lassen, was du willst. Wir haben nur das. Und ich werde mir das von niemandem kaputt machen lassen. Okay, also ist das ein Nein? Richtig. Nicht runterspringen. Sie haben ihn gebrochen, Mr. Bitcoin. Sie haben ihn einfach gebrochen, den Arm. Dabei habe ich mir so Mühe gegeben. Ich wollte doch nur endlich mal eine Familie haben und glücklich sein. Hermanos, ich war oft genug bei diesen Dingen schwach. Und ich werde das nicht nochmal machen. Stellt euch mal vor, Hermanos, morgen steht Big Sosa hier und will hier rein. Ich erinnere mich an Kali, wo wir am Pool standen, wo jemand aufgenommen wurde, während unsere Feinde noch vor den Toren waren. Hört mal zu. Enzo da? Hat jemand was dagegen, dass Enzo hier drin ist? Mach die Hände hoch. Ja, also ich bin gerade gekommen. Ich weiß nicht, wer da ist, ja? Ja, das war's. Mehr ist es nicht. Dann ist ja gut. Dann kannst du ihn kennenlernen, Alfred. Sehr schön. Nehmt euch einen Tisch für zwei, Hermanos. Zieh du dir das Kleid an. Und dann könnt ihr beim Kerzenlicht essen. Bueno? Wenn nicht, dann haltet die Fresse. Ich frage euch jetzt nur einmal, hat jemand was dagegen, dass Enzo hier drin ist, hebt jetzt die Hand und wer danach zu mir kommt und sagt, ja, Mr. Bitcoin, ich weiß nicht, wer das ist, den schieße ich eine Kugel in die Fresse, Mierda, und sage, dass es ein Blatt hat. Bueno? Also. Nein? Gut. Ja, Pinguin? Ich habe nichts direkt gegen ihn, aber so wie ich gehört habe, soll er eine Dröte sein, aber kann man beobachten, oder? Ja, das sollten wir beobachten. Mindestens 3 Kills, Hermano. Also, Hermanos, ich sag euch mal so.
Lieber jemanden, der nicht so gut schießen kann, aber auf Calls hört, statt jemand, der denkt, er ist der Superstar. Und deswegen seine Familie verkauft, bueno? Das ist auch der Grund, Mierda, wieso wir vierter Platz geworden sind. Weil alle nur gewinnen wollten. Jeder wollte der Superstar sein. Niemand wollte abgeben. Es haben die Leute gespielt, die angeblich die Besten waren. Vierter Platz, Mierda. Schlechter geht's gar nicht. Haben Sie dieses Geräusch gemacht gerade? Mit meinem Kolo. Der Kanon hat mich heute angesprochen. Die sind in der Stadt und wollen sich offiziell vorstellen. Ojis kommt in die Stadt. Ah ja. Kanun will Waffen kaufen. Vardi-Team-Familie ist auch da. Der will auch 260 Pistolen kaufen, Mr. Bitcoin. Wir brauchen 4 Familien auf unserer Route, die auf unserer Route arbeiten, weil gerade gar keiner mehr drauf arbeitet. Was für eine Familie? Vardi-Team-Familie? Ja. und die Sammelzeit von den Waffen ist auf 20 Sekunden und die Herstellungspreise wurden ein bisschen geändert. Also nicht viel, aber ein bisschen was. Ist jetzt besser? Ja, es ist auf jeden Fall so ungefähr wie davor. Nur noch besser eigentlich. Nur von der Sammelzeit halt 5 Sekunden mehr. Alvaro hat mich angerufen und er meinte, wir müssten das heute klären mit dem Chip. Das wäre mit der Produktion. Er sagt, die ganze Stadt wartet auf Waffen, keiner kann produzieren. Ja, ich wurde jede 5 Minuten wurde ich angerufen und mir wurde gesagt, ich brauche Waffen, ich brauche Waffen. Wann ist Mr. Bitcoin da? Ja. Das Continental möchte sich auch noch vorstellen. Ah, und das Continental wurde abgezogen. Oh. Das weiß die Familie gar nicht? Doch, das wissen ein paar, die gestern da waren. Aber Anna hat einen Kredit aufgenommen, um die ganzen Sachen abzubezahlen. Mr. Bitcoin, Anna wollte 5 Millionen auf einmal waschen und wurde von irgendjemandem abgezogen. Ganze 5 Millionen sind weg. Darunter auch unser Geld. Sie hat Kredit bei Fuchs genommen, bei Bennys. Von wem wurde das Geld geklaut? Von wem? Das wissen wir nicht genau. Wie kann diese eine Familie an so viel Geld kommen? Ich kann mir denken, dass es GmbH war, ja. Nein, also sie sagt auch, sie kann sich denken, dass es GmbH war. Aber das war so, sie ist mit dem Schwarzgeld losgegangen. Sie weiß auf jeden Fall, dass Lee Christmas Bescheid wusste. Sie ist losgefahren und ab da kann sie sich nicht mehr erinnern. Dann, ja. Das ist nämlich das Komische daran, Weidenberg. Sie weiß nicht, bei wem sie waschen wollte. Das ist halt das, was ich denke, ja, Jungs von mir. Sie meinte, sie weiß es, sie wird es nicht. Sie hat es versprochen. Mir meinte sie, sie weiß es nicht. Ich habe aber gesagt, es macht keinen Sinn, dass sie es nicht weiß. Weil wenn sie ja irgendwo waschen geht, dann weiß sie ja im Vorhinein schon, bei wem sie waschen geht. Sie weiß es. Ey, du, warte mal. Ey, du, komm mal her, zeig mal den Truck. Und nur so, Mr. Bitcoin, egal was ich hier höre, ich nimm's mit ins Grab. Ja, ich weiß. Dann los. Von oben bin, seit Tag hat er trunken. Von Anfang mit Wasser zu Kobe rennt. Wir packen den Kevin, bedrohen ihn. Wir treten mit Masse auf Dio seinen Kopf und lassen ihn blasen, weil er so verloren schien. Die Bochum für Kriege, das Kali-Kartell, den Alter am Bellen hier oben sind. Die Brüder sind alle gespannt, geschliffener Diamant. Let's go, wir sieben Mann. Nun können wir fach am Kali-Kartell, mit tut sich die sicher hier niemand an. Willkommen in Niemandsland, feine Cities kriegt der Widerstand. Wie Fuß, er sagt, ich bin nicht interessant, doch hört sich heimlich meine Lieder an. Wo bleibt der Respekt, du Bitch? Du redest im Netz über mich. Du dumme Scheiße, zerfetze dich, wechsel dich hin, Bitch, versteck dich nicht. Glaub mir, so, dass es hässlich wird. Bayo kriegt auch diesen Zeilen von Doku ein Message. Dich also, Cap, lieber besser dich. Ansonsten wird das für dich ziemlich lächerlich. Ich fühl mich wie Loco Toni, ich treibe die Pizza, doch ich bin kein Fußballer. MOB tiefer gesunken als Grundwasser, denn ich bin von Kevin der Untergang. Bitch, ich fick dein Vibe bis Winterzeit, denn ich bin den Jungs kugelblind verteilt. So kämen sich wieder ein neues Zuhause. Kevin, ein Kopf, ein Medic und danach ist er euer Boss. Du wirst ledig, das fällt nicht mal jemand in Lauf, du bist los. Ja, du bist los, verschwunden, als wärst du bloß ein Geist. Nimm dir dein Haus, deine Gang, dein Geld und auch dein Vibe. Kevin, ein Kopf, ein Medic und danach ist er euer Boss. Du wirst ledig, das fällt nicht mal jemand in Lauf, du bist los. Ja, du bist los, verschwunden, als wärst du bloß ein Geist. Nimm dir dein Haus, deine Gang, dein Geld und auch dein Vibe. Ich fand, der war viel besser als der erste. Nimm den mit, wir lassen den anpissen. Darf ich? Ich fand den gut, darf ich aber einen Punkt nennen?
Ja, klar. Manchmal ist ihre Stimme im Verhältnis zum Beat etwas leise, finde ich. Ich glaube, da das liegt an Box, weißt du? Ah. Aber wenn man das selber hört, hört sich das besser an. Ich habe mir das auch privat angehört. Hier hört sich das so, als ob der Beat zu laut wäre und so undeutlich. Ja, genau. Ja, ich glaube, das lag an der Box, um ehrlich zu sein. Ich ihn das privat schicken? Also ich sag's Ihnen ehrlich, ich habe viele Rap-Dinger gesehen in Städten wie diesen und das war einer der besten. Dankeschön, Mr. Breitmeck. Ja, das soll euch motivieren. Wenn ihr in den Krieg geht, hört euch das an. Und dann gibt Vollgas. Gracias, hermano. Bueno, wir machen jetzt so ein Ding. Edo, wir sehen uns. Alles klar. Viel Erfolg, ja? Wenn irgendwas ist, rufen Sie mich an. Bueno, bis dann. Tschüss, Diego, ja? Ja, tja, wir hören uns, ja? Wie viel Geld hat uns... ist bei Anna abhanden gekommen? Ich glaube, 600.000 bis 900.000. Nein, von uns. Ja. Wir fahren jetzt zum Continental. Und mit der GmbH gab es auch noch mal ein, zwei Vorfälle. Haben wir Streit mit denen, Tarek? Let's go. Keine Ahnung, aber ich sag Ihnen ehrlich, ich habe letztens versucht, ein Gespräch mit denen zu führen, das ist unmöglich. Gut, dann fahren wir danach zur GmbH. Einer der GmbHler soll heute unseren Männern Ansagen gemacht haben, Tarek. Ja, er hat doch mit mir komisch geredet. Ich habe auch direkt das Gespräch mit ihm beendet. Mr. Bitcoin ist auch anwesend? Und wir wollen gleich alles wissen, was wirklich passiert ist. Natürlich. Jedes kleine Detail. Bevor wir dazu kommen. Ja? Auch für mich persönlich nochmal. Wie ist jetzt Ihre Beziehung mit Lee Christmas? Ich habe ihn rausgeschmissen. Er hat mich zum Feind erklärt. Und haben Sie prüfen lassen, ob jetzt Joker Miteigentümer ist? Ich habe niemanden erreicht bis jetzt. Das war das Problem. Ich habe versucht, jemanden zu erreichen. Da war ich beim DOJ und da gab es eine Schießerei. Und da konnte ich meine Informationen nicht... Eine Schießerei beim DOJ? Ja... Ich glaube, da hat jemand was gesehen. Das war wohl die GmbH. Falls das DOJ fragt, können Sie denen ja sagen, das war die GmbH. Ich weiß nicht, wer, aber wenn Sie sagen, dann sage ich natürlich, das war die GmbH. Aber ich habe es nicht gesehen, wenn Sie verstehen. Ich war da in Deckung. Ich habe da eine Frage an Sie. Sie haben einmal Mogli was anderes erzählt und mir was anderes erzählt. Um was geht es? Mir haben Sie gesagt, Sie wissen, wo Sie waschen oder waschen wollten. Und Mogli meinten Sie nein. Doch, doch, ich weiß schon, wo ich waschen will. Haben Sie das gehört, Mogli? Ja, mir wurde aber was anderes gesagt, als ich gefragt habe. Nein. Ich habe auch explizit danach gefragt. Nein, ich kann waschen. Aber ich werde es natürlich nicht offenlegen. Das macht ja keinen Sinn. Ich muss ja aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Anna, ich sag Ihnen was. Ja? Das ist unser Geld, was abhanden gekommen ist. Sie kriegen ihr Geld wieder. Wie viel Geld hatte Kali bei Ihnen zur Wasche gegeben? Sie kriegen von mir grün 492.000. Also waren es schwarz 600 noch was? Genau, richtig. 675. Und die kriegen sie auch. Diese 675, die sich der Dieb da eingesteckt hat, ist Karlis Geld. Es ist egal, ob sie uns unser Geld geben oder nicht. Ich möchte auch denjenigen, der es gewagt hat, sie zu überfallen, unser Geld in die Hand zu nehmen, vernichten. Ne, glauben Sie mir, ich versuche gerade alles, um rauszufinden. Nur, wie soll ich das hinkriegen? Sind Sie aus dem Koma aufgewacht? Ja. Nein, ich bin nicht aufgewacht. Ich war im Koma. Das war mein Problem. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Das Letzte war, ich hatte ein Treffen... Und wurde an Ort gebeten für die Übergabe. Und ich bin dort aufgetaucht, habe das Schwarzgeld und alles mitgehabt. Und bis jetzt hat das immer funktioniert. Das war jetzt noch nie schief gegangen. Und dann habe ich irgendwie drei Schüsse gehört und dann war Blackout. Weiß ich nichts mehr. Und Sie haben die ganzen 5 Millionen auf einmal gewaschen? Nein. Nicht richtig. Wie sind da 5 Millionen abhanden gekommen? Es ist anders gegangen. Wie gesagt, das war eigentlich eine Übergabe. Und ich hatte einen Teil schon dort gegeben, also das war schon in der Wäsche. Ich hätte alles an dem Abend erhalten sollen. Bei der Zurückübergabe ist das passiert. Nicht bei der Übergabe andersrum. Ja. Name Joker. Sitze ich auch hin. Ja, das ist noch Joker. Vielleicht kennt einige ihn noch. Ja, natürlich kennt man Joker. Man kennt sie noch, ja. Ist die Suicide Squad auch hier, Joker? Negativ. Es geht darum, Joker, eben die abhandelnden... Geld. Und Ali ist natürlich interessiert, herauszufinden, wer das war, weil es sie, auch wenn sie das Geld zurückkriegen von unserer Seite her, ist es trotzdem ihr Hack gewesen, wo ihnen geklaut wurde. Ganz kurz, hat jemand was zu essen und zu trinken? Meine Glückszahl ist die 8. Ich habe nur was zu trinken. Also was ist der Stand jetzt? Also, Anna wurden 5 Millionen geklaut, schwarz. Von wem, Anna? Übergabe. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich versuche es gerade herauszufinden, immer noch. Wie konnte das passieren? Es gab eine Übergabe, also ich hatte schon 4 Millionen gewaschen und es gab eine Übergabe, dass ich den Rest kriege, also quasi
fertig gewaschen. Das wären 3,9 irgendwas gewesen. Hatte noch 1 Million dabei. Die habe ich dann auch übergeben oder wollte ich übergeben und hätte dann das komplette Grüngeld bekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wurde, also ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Und, wie kannst du so viel waschen ohne Schutz, ohne gar nichts? Es war nicht weit entfernt. Das ist egal. Mit so einer Summe rauszuspazieren und davon auszugehen, dass dir nichts passiert, das ist sehr, sehr leicht, glaube ich, Anna. Nein, eigentlich war es so, dass Lee Christmas mich beobachten sollte. Das reicht ja noch nicht. Ja, was? Natürlich reicht das nicht, aber ich, ja, das war mein Fehler, definitiv. War aber er es vielleicht? Wer? Herr Christmas? Na, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich will nicht, aber ich habe ihn rausgeschmissen, weil ich mir nicht so hundertprozentig sicher war. Und ich sage mal so, es gibt nicht viele Möglichkeiten, dass es gewesen sein doch, könnte. Gibt es. Diejenigen, die für sie gewaschen haben. 5 Millionen ist viel. Die Gier in einem Menschen kommt sehr schnell sehr hoch. Und bei solchen Summen können sie nicht auch keinem Geldwäscher vertrauen. Ich habe eher das Gefühl, ich habe zum Beispiel, das ist immer eine Zwischenperson gewesen, wo quasi die Übergabe gemacht hat. Diese Person hat nie gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, entweder hat mich jemand da reingelegt oder abgefangen oder derjenige hat mich hops genommen. Wie gesagt, die Gegenseite versucht das nämlich auch gerade rauszufinden, weil die wurde ja auch bestohlen in dem Sinn. Das kann ein Schauspiel sein. Natürlich kann das sein. Das weiß ich doch. Aber wie gesagt, Herr Breitenberg und die ganze Kali-Familie, ich werde das Geld euch zurückgeben und ich werde so lange dranbleiben, bis ich rausgefunden habe, wer das ist. Im Moment kann ich es nicht beweisen. Naja, im Endeffekt ist es egal, wer es war, Anna. Ihr schuldet uns Geld. Richtig. Rossi. Wer ist das? Erdmesser, er bedroht uns. Hilfe! Was geht hier vor? Er hat ein Messer. Okay. Wie gesagt, dein Geld kriegst du, ich kann dir gerne sonst was geben. Was sind hier für Leute drin, Anna? Hey, raus hier, Mann. Ich kenn die nicht, das sind irgendwelche, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Mitarbeiter von mir. Und hier waschen wir unser Geld, Anna? Ja, hier wascht ihr euer Geld, wenn ihr das wollt. Das ist dieses Continental, für das ich mich eingesetzt habe, Mirda. Nein. Wo ich der Stadt geraten habe, hier ihr Geld zu waschen, Mirda. Dein Geld wird geklaut. Plus hier, wir sind irgendwelche Penner-obdachlosen Zivilisten, Mirda, wo du nicht mal weißt, wer das ist hier. Die hätten uns belauschen können. Ist das die Sicherheit, die du uns garantierst, dass wir hier unser Geld waschen, Anna? Ist das die Sicherheit oder nicht? Wir sind hier noch im Aufbau, Mr. Bitcoin. Ich scheiß auf euer Aufbau, Anna! Ihr schuldet uns Geld. Ihr habt bis 20 Uhr Zeit. Wenn ihr mein Geld nicht bringt, verbrenne ich diesen Laden. Ich hab dir was als vorübergehend, bis ich das Geld zusammen habe. Ich hab dir gerade was gesagt, ich nehme keine Almosen. Breitenberg, funk mal erstmal durch. Wir fahren zur GmbH. Oh, das wird jetzt sehr interessant. Hola, Sheriff. Wie geht's? Alles gut? Tee, ist doch werden bei euch. Ich bin nur für die Neutralität. Wollen Sie sich mit hinsetzen hier oder wollen Sie sich stehen? Nee, können setzen. Sheriff, ich dachte, du magst Tiger nicht. Tiger? Ja. Du weißt, Sie wissen ja, wie das ist manchmal. Ist manchmal so eine Hassliebe, ne? Ja, das stimmt. Setzen Sie sich. Ach, Herr Breitenberg, haben Sie kurz eine Sekunde für mich? Ja, kommen Sie, Carlos. Kommen Sie bitte einmal zu mir. Wir haben den Besuch hier. Wie nennt man das? Verdient. Naja. Es wurde mir jetzt bis jetzt mittlerweile zu viel geredet von meiner Familie. Ich muss mir ein eigenes Bild machen. Ich möchte gerne wissen, was los ist. Was los ist? Die Familie hat ja gesagt, wie ich mich verhalten soll und dass ich meinen Platz kennen soll. Inwiefern Platz kennen? Also Loco hat hier geredet, wie ein ganz Großer hat gesagt, ich soll meinen Platz kennen. Und daraufhin habe ich Ihnen meine Antwort gesagt. Wie, ihr kommt hier einfach her und sagt, kennt euren Platz? Richtig. Interessant, wie Ihre Auffassungsgabe ist. Loco hat noch nie in seinem Leben so ruhig gesprochen wie mit ihm. Ja, das stimmt, er hat gesagt, kennt seinen Platz, aber auf die höflichste und freundlichste Art und Weise, die es geht. Und das kam nur, weil Sie im Kontext schon die ganze Zeit andiskutiert haben. Mr. Breitenberg, egal wie Sie reden oder wie leise oder wie laut oder schreien, wenn Sie das einmal zu jemandem sagen, er hat so einen Oberhaupt der Familie, ich kenne meinen Platz nicht. Mein Platz ist hier, mein Anwesen, meine Familie. Irgendwo anders muss ich nicht meinen Platz kennen. Normalerweise gebe ich Ihnen recht, aber Sie haben eine Ansage bekommen auf der Tafel runter. Ihr habt 5-6 Mal hintereinander unsere Schwarzmärkte angegriffen und dann wart ihr im Gespräch auch trotzig und stur. Und ich sage, Loco hat noch nie so durchgeredet. Noch nie. Ich habe Loco von Anfang an gesagt,
wo das den einen Tag passiert mit dem Schwarzmarkt. Ich werde den Schwarzmarkt jetzt in Ruhe lassen. Weil ich habe gedacht, bei der Tafelrunde, was da gesprochen wurde, das nicht für mich geht, weil ich habe mit Mr. Bitcoin was anderes ausgemacht. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ich lasse das. Dann haben sie mich den nächsten Mal angerufen, dass der Schwarzmarkt in Paleto auch nicht mehr mir gehört. Die können das ja ausprobieren, haben sie gesagt zu mir. Ich bin hingegangen, weil ich noch nie in diese Schwarzmarkt drin war. Mit meiner Waffe bin da reingelaufen, auf einmal ging das Ding los und ich bin direkt weggefahren, habe ihnen sogar gesagt am Telefon, dass ich das war und ich bin aber direkt weggefahren. Das wussten wir. Und dann kommt ihr hierher und versucht mir eine Ansage darauf hinzumachen. Ich habe euch vorher schon gesagt, Loco sogar vorher schon gesagt, wenn Mr. Bitcoin da ist, werde ich mit Mr. Bitcoin reden, ob das ihm was ausmacht oder nicht. Und ihr kommt hierher und ihr wollt mir erzählen, wo ich meinen Platz zu haben habe. Ich habe meinen Platz bei meiner Familie. Keiner sagt mir, wo ich meinen Platz zu haben habe. Ich bin Geschäftsmann. Ich merke in diesem Gespräch, dass Sie keine Schuld bei sich sehen. Ich sehe keine Schuld an mir. Sobald Loco gesagt hat, das und das ist da gefallen, ich habe gesagt, okay, Mr. Bitcoin ist nicht da, ich habe was anderes mit ihr am Telefon ausgemacht gehabt. Ihr habt jetzt was anderes an der Tafelrunde gesagt, ich lasse es erstmal bis auf Weiteres und bin weg davon geblieben. Und Ihre Leute hier, alle, die beisammen hier immer stehen und groß reden eigentlich, kommen hier noch her ganz Zeit und versuchen auf der Straße meine Leute auch noch denen zu erklären, kennt euren Platz, kennt dies, kennt jenes. Ich sag noch zu meinen Leuten, sprecht nicht mit denen. Versuche immer alles runterzuhalten. Richtig. Sie sagen es ihren Leuten und sie tun es. Wissen Sie, was Ihre Leute wirklich tun? Ja, ich weiß, was sie tun. Sie behaupten gerade, dass unsere Männer etwas tun. Ich sag Ihnen, was Ihre Männer tun. Was tun die denn? Unsere Leute beleidigen, provozieren, trotzig antworten. Genauso trotzig, wie Sie damals geredet haben. So ruhig, wie Sie jetzt reden, hätten Sie damals so gesprochen, wäre es anders abgelaufen. Loco war nicht hier, um Sie anzumachen. Jeder hier kennt Loco. Mr. Bitcoin, das war der Tag, wo Loco sogar motiviert war, wieder aggressiver zu werden. Und ich verspreche Ihnen, er hat sehr ruhig mit Gaddafi geredet. Ich war selber erstaunt, wie ruhig er mit ihm geredet hat. Gaddafi, mit Mr. Bitcoin, in seiner Nähe, reden Sie immer sehr ruhig und besonnen. Das ist Ihre psychologische Handlungsführung. So sprechen Sie gerne. Sie wissen, wie Sie gut ankommen. Aber wenn Mr. Bitcoin nicht da ist und Loco, ein Dorf seiner Familie, mit Ihnen redet. Weil Mr. Bitcoin, er weiß, wie er redet mit Leuten. Deswegen rede ich auch nochmal sachlich. Aber wie ihr hier saßt, und gedacht habt, dass ihr nur, weil ihr eine starke Familie hinter euch habt, so mit mir reden könnt. Ich habe euch auch nur da gesagt, ich kann alleine hier stehen, ich werde mich nicht so verkaufen lassen. Keiner hat diese Stärke ausgespielt. Ihre Männer standen und okay, okay. Mr. Bitcoin, sagen Sie mal jetzt, wir tun mal das Blatt wenden. Ich würde zu ihm kommen und würde mit ihm, sagen wir mal, mein Leadership, der würde das Gespräch mit ihm führen und würde ganz sachlich normal reden. Aber dieses Wortlaut würde fallen. Kennen deinen Platz. Wie würden Sie reagieren? Ich würde... Sie würden denjenigen in die Fresse schießen normalerweise, so wie ich Sie kenne. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Da gibt's einen. Und da habe ich noch als Respekt über ihn, habe ich noch gedacht, das ist nicht der Weg. Ich habe einfach gesagt, wisst ihr was, geht mal aus meinem Anwesen, Salam Aleikum. Ich mache meine Geschäfte weiter. Wenn ich Waffen brauche, komme ich. Kein Problem. Jetzt habe ich Sie. Sie sind ein Lügner, Herr Gaddafi. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Sie haben sehr aggressiv hier gesprochen. Und Sie haben gesagt, verlass sofort das Anwesen, das Gespräch ist beendet. Sie wollten gar nicht weiterreden. Richtig. Ich wollte mit denen, lassen Sie mich ausreden. Ich wollte mit denen reden, die Sache runterholen. Und Loco war sogar ruhig und besonnen. Die Familie kann das bestätigen. Ihre Männer waren auch auf den Dächern verteilt. Und es ist ein Riesenunterschied, wenn einer der Leadershafter zu uns kommt und sagt, kenne deinen Platz ohne einen Kontext. Wirklich, oder wenn Loco 135 zu Subs heute und ich auch dabei bin und sie 5-6 Mal hintereinander den Schwarzmarkt angegriffen haben. Sie haben nicht nur 5-6 Mal hintereinander angegriffen, sie wollten nicht den direkten Kampf mit Kali, sogar sie haben angegriffen, während eine andere Familie den Schwarzmarkt angegriffen hat, damit sie den Schwarzmarkt hundertprozentig erobern. Baby Kid Frost, ich danke dir. Und sie wurden davor sogar am Telefon gewarnt. Ja, das war ja nur taktisch ein bisschen schlau gemacht. Ja. Ich bin in den Heli rübergefunkt, ich habe gesagt, ihr macht eine Kolonne, ihr fährt in die ganz andere Richtung, aber ich greife den Schwarzmarkt beim Hafen an. So was kann ich glaube, wir wollen den Schaden. Aber ihr habt doch mehrere angegriffen. Ja, und dann noch schlafen gehen, dass wir nicht zurückgreifen können, ja? Wie schlafen gehen? Ihr habt doch alle drei noch gemacht, ne? Nein, haben wir nicht. Ja. Es wurden drei Stück angegriffen. Ja, Tarek, guck mal, warum gehen wir schlafen? Wenn wir einen machen und ihr den nächsten direkt in den gleiche Situation deckt, den nächsten da reingeht, wo wir nicht mal eine Chance haben, denkst du, die haben was Bock? Nein, darum nach Hause gefahren. Darum geht's nicht. Die haben gesagt, behalten wir mit Schwarzmeck, den schlafen wir. Darum ging es mir gar nicht. Es ging nur darum, dass ihr habt nicht zufällig mit einer Familie gleichzeitig angegriffen. Ihr habt selber zwei gleichzeitig angegriffen. Wie wir zwei? Ja, ihr, also abgesehen das von da, ich glaube, es war La Honda. Richtig, Jesse. Abgesehen wir sind davon. Einen hingefahren, haben den fertig gemacht. Auf einmal kam keiner. Dann sind wir zum nächsten gefahren, haben den fertig gemacht. Keiner kam. Beim dritten kamt ihr. Keiner kam. Beim dritten kamt ihr. Also eigentlich verstehe ich das so. Aber darum geht es mir gar nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Luca hat mich danach angerufen.
Ich habe mit ihm gesagt, pass auf, wenn Mr. Bitcoin, also ich rede das Thema mit ihm aus, kein Problem. Weil ich habe was anderes mit ihm gesprochen, kein Problem. Wenn er meint, das gilt auch für mich, was er da behaltet die Schwarzmeck. Ich brauche die eh nicht. Ich glaube, Getoffi, Sie denken immer, dass Loco oder ich Sie fertig machen wollen, ganz und gar nicht. Wir sind sehr sanft und sehr freundlich zu Ihnen, weil wir Sie auch als irgendwo als einen Mann sehr respektieren, sanft. Das wissen Sie. Die andere Sache ist, dass Sie auch vieles einfach negativ interpretieren. Also ich sage Sie nochmal, so sanft hat Loco noch nie mit einer Familie gesprochen. Erst recht nicht mit einer Familie, die versucht, unsere Schwarzmärkte so anzunehmen. Carlos, warst du bei den Gesprächen dabei? Da, wo Loco dabei war, nein, da war ich nicht. Aber sonst bei den Schwarzmärkten war ich immer eigentlich dabei. Ich hörte von mehreren Gesprächen, die aus dem Ruder geraten sind und mehreren Gesprächen, die die Grenze übertreten haben. Was ist damit? Ich sag immer so, Senior Bitcoin, und ich glaube, ich kenne meinen Cousin sehr, sehr lange schon. Ja? Und Sie kennen den auch eigentlich, auch aus früherer Zeit. Haben Sie irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass er irgendwie rumgeschrien hat oder sehr aggressiv geklungen hat? Weil egal, was er gemacht hat, seine Tonlage bleibt meistens immer gleich. Deswegen verwundert mich das gerade. Man kann auch ruhig und besonnen die Erzeugerin eines Mannes beleidigen und davon sprechen, dass man ruhig und besonnen war. Dass man freundlich war, dass man höflich war. Inwiefern war das dann eine Beleidigung? Der Inhalt ist sehr, sehr wichtig. Das Gespräch urplötzlich beenden, jemanden von seinem Anwesen verweisen und dabei auch noch. Aber Sheriff hat doch eben gerade gesagt, Mr. Breitmann, Sheriff hat doch eben gerade gesagt, wo Loco fertig war, hat er Salam Aleikum gesagt? Hat er eben nicht. Ich habe direkt gesagt zu ihm, dass er, ihr könnt gehen, daraufhin, wo er das gesagt hat, mit Kennen deinen Platz. Ich habe ihn direkt gesagt, also überhaupt gar nicht weiterzureden. Auch Sie haben nachher geredet. Ich weiß, Starbucks, ich weiß, ich wollte es nicht sagen. Mich hat nichts mehr interessiert. Er hat gerade genau Sheriff zugestimmt. Für mich war einfach, geht mit dem, was Loco zu ihm gesagt hat. Natürlich. Okay, so, und wo Sie hergekommen sind zu meinem Anwesen, da haben Sie mir da vorne was am Telefon gesagt, dass ich mich jetzt warm anziehen kann. Natürlich gehen meine Leute auf dem Dach. Wer hat das gesagt? Breitenberg. Ich habe ihn angerufen. Also Breitenberg, du sagtest zu mir, du hast Sheriff noch nie so aus der Haut fahren sehen wie an dem Tag. Ich habe Loco gesehen. Ich habe gesagt, ich habe noch nie Loco so sanft reden hören. Ja, du sagtest aber auch. Und Sheriff war auch sehr stur und hatte eine aggressive Message. Und wollte auch gar nicht, dass Vielen, vielen Dank, Aslan Habibi, für 100 verschenkte Subs. Ich glaube, er hat sich angegriffen gefühlt in seinem Stolz, weil Loco ihm gesagt hat, diesen Satz, kenne deinen Platz. Danach ist es wirklich eskaliert. Aber davor habe ich auch die ganze Zeit diese Spannungen gespürt. Die ganze Zeit. Davor saß ich hier auf dem Sessel bei mir und habe gar nichts gesagt. Ich habe zugehört, was er geredet hat. Auf einmal sagt er diesen Spruch, da habe ich aufgestanden. Ich habe gesagt, hör mal zu, mein Freund. Die Seiten waren auch schon mal andersrum. Habe ich schon mal irgendwie so eine Andeutung zu euch gesagt? Habe ich noch nie gesagt, bitte jetzt Salam Aleikum, geht mal von meinem Anwesen. Ich brauche das Gespräch okay. Weiter. Wer von den Kalis hat das noch mitbekommen hier? Ich glaube, keiner war von denen hier, nur Mr. Breitenberg und Loco war, glaube ich, darauf. Tarek, du sagtest doch zu mir, ihr habt versucht hierher zu kommen, man konnte nicht mit den GmbH dann reden, ist das korrekt? Ja, das war eine andere Situation. Das war auf der Route, weil die auf der Route einen von meinen Leuten da ganz halt auch wieder so angesprochen haben, dass er seinen Platz kennen sollte und hin und her, obwohl das ja, gut, unsere das war ein bisschen anders, aber auf jeden Fall, ich bin hierher gekommen, wollte dann mit euch reden. Ich wollte eigentlich mit dir reden, Chef, dann habe ich zwei andere angerufen. Bitte nur Herzen in den Chat für Aslan. Und musste mir dann die ganze anhören, mit euch kann man nicht reden. Ihr wollt die ganze Zeit nur Sachen rausbaiten, ihr fuckt uns die ganze Zeit ab, nervt uns nicht. Und hat gedacht, ich werde das Gespräch hier beenden. Guck mal, ich fahre durch den Würfelpark. Ich, ne? Okay, ich habe schwarze Scheiben. Keiner weiß, dass ich das bin, ja? Zweimal jetzt schon. Ich fahre da lang. Einer von euch mit braunen Autos kommt, ramm mich einfach weg zur Seite und fahren weiter. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich habe ihm gesagt, so gut stur war Godofi noch nie. Das stimmt. Er war wirklich sehr stur. Beide jeweils 150 Subs. Aber darum ging es gar nicht. Es wurde doch gesagt, dass irgendwie es wurde mir gesagt, ja, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Eine BF von euch, die versucht die ganze Zeit was zu baiten. Die fährt die ganze Zeit an unsere Autos, vor unsere Autos, dass sie überfahren wird. Aber Sheriff, ich küsse dein Herz. Wann haben wir mal Krieg mit einem Autounfall gemacht? Ich bitte dich. Ich und weiß, was halt du meinst, aber du weißt, aus so einer kleinen Sachen versucht man große Dinge rauszumachen. Guck mal, bei mir war es auch, ich habe gelacht darüber, dass die mich auf einmal von der Straße wegrammen und weiterfahren wollen, ja? Ich habe gelacht, weil ich habe darüber gelacht. Sogar den einen bin ich sogar hinterhergefahren, habe versucht, ihn zu kriegen, habe ihn nicht bekommen. Wollte ihn sogar nochmal auslachen. Du hast aber gerade selber gesagt, du hast getönte Scheiben. Also die Jungs wussten ja nicht mal, dass du das warst. Ja, aber egal, ist Chromwagen. Ist unser Auto, Chrom. Warum kommst du und rammst du mich einfach von der Straße weg, fährst weiter? Was bringt dir das? Wann war das mit dem Gramm? Das war vorgestern und gestern. Kann ich nicht verübeln. Gestern am Würfelpark.
Okay, nach unserem Gespräch. Das nicht verübeln. Ich habe das doch nur so weitergegeben jetzt, was. Sollen die meine, jeden Tag haben? Kein Problem. Der hat schon zweimal in diesem Gespräch den Kalis was vorgeworfen. Aber Ausgangslage ist, dass sie eine Ansage bekommen haben, wie jede andere Familie an der Tafelrunde, dass sie dennoch den Schwarzmarkt penetrant angegriffen haben und als man das Gespräch zu ihnen suchte, stur und aggressiv wurden. Und auch okay. Der Carlos hier zu meiner Rechten, ihr Cousin, sagt, sie haben ruhig geredet, weil sie immer ruhig reden. Ey, danke euch, Jungs. Ehrlich, vielen Dank für diesen heftigen, übertriebenen Support. Carlos war nicht ich habe den Tag davor mit Loco telefoniert, an den Abend mit den Schwarzmärkten. Ich habe ihnen auch da noch gesagt, okay, nimm die ganze Schwarzmärkte zurück. Ich will die gar nicht, kein Problem. Ich habe einfach nur gedacht, es kommt ein bisschen, bisschen rein hier in der Stadt noch ein bisschen, ja, wegen die Schwarzmärkte. Und das habe ich auch vorher mit Mr. Bitcoin so abgesprochen gehabt. Ich habe ihm gesagt, sowas, ich möchte gerne vielleicht ein oder zwei Schwarzmärkte haben. Er hat zu mir gesagt, versuch es, ich hole mir die sowieso zurück. Ich weiß schon, was wir da gesprochen haben. Dann habe ich gesagt, Loco, wenn du meinst, dass Mr. Bitcoin auch mich damit gemeint hat, Tafelrunde, ich lasse es. Ich halte mich zurück, nimm eure Schwarzmärkte, kein Problem. Danke dir. Und dann ist das wieder diese ganzen Probleme. Wir wollten doch den Schwarzmarkt nutzen wie ein Camper, um gegen uns zu schießen, quasi zu trainieren, sagen wir es mal so. Richtig? Für mich? Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja schon. Okay. Und als Launder unseren Schwarzmarkt angegriffen hat, warum haben sie dann auch einen angegriffen? Wir wissen doch, dass wir da nicht kommen können. Wir können dann Achso, ja, da war einfach nur, trainieren. Da habe ich gedacht, dann habe ich schon mal zwei, drei in meiner Tasche. Das war eine Taktik von mir. Zwei verschiedene Denkweisen. Training und Wirtschaft. Boah, so habe ich doch schon mal zwei, drei. Vielleicht kommt jemand anders, der ja, versucht, aber das war genau das, was Luko, ich war ja dabei, auch bei dem Telefonat, ich stand neben Luko. Das war auch das, was uns und Luko gestört hatte, weil wir haben uns einfach gedacht, du hättest angreifen können, wir hätten ihn verteidigen können oder verloren hätten können oder hättest du noch einen angreifen können, hätten wir den anfangen können. Aber ihr habt ja ohne Pause, ihr habt das einfach ausgenutzt und das hat uns sehr, sehr abgefuckt. Leute, bedankt euch bitte, wer eins abgeschenkt bekommen hat. Das nennst du vielleicht als Taktik, kann auch sein, dass es eure Taktik war, aber das hat uns extrem gestört. Frost. Nur damit du das verstanden hast. Dann nehmen wir sie zurück ein. Ihr verkämpft euch auf irgendwelchen Dächern. Wir pushen das nicht. Dann geht in eure Autos, fahrt zum Anwesen und geht alles schlafen. So, keine Ahnung. Ja, und warum sind wir zurückgefahren, Anwesen? Warum? Weil wir einen verteidigt haben. Dann geht doch auf den nächsten Tag hoch und hol doch die Wir Leute. Haben den einen verteidigt am Hafen, haben die Person drin abgeknallt, haben die rausgetragen. Dann haben wir direkt den nächsten angegriffen. Ja. Und ihr wart immer noch auf den Dächern. Ist es dann unsere Schuld oder was? Es ist unsere Schuld. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass mal die Schwarzmärkte, fahrt mal nach Hause, geht pennen, sollen die den anderen auch holen. Mir scheißegal. Ja, was ist dann? Was hat sich dann gebracht, diese zwei, drei Schwarzmärkte anzugreifen und hinterhältig einzunehmen? Ja, und du hast auch hinterhältig die anderen dann wieder eingenommen. Warum? Aber jetzt machst du bei der Geschäft, schießt den einen raus und gehst du in Gefecht mit euch aktiv. Ja, aktiv. Wo haben wir dann hinterhältig schon was eingenommen? Am Boden. Von euch sind noch mehr am Leben, du gehst direkt zum nächsten, ist doch auch hinterhältig, und? Wollen wir jetzt darüber reden, diskutieren? Hä, das ist doch ein Gefecht. Ist das abgemacht, dass pro Schwarzmarkt ein Gefecht gibt, oder was? Ist nicht abgemacht, aber so finde ich es fair, oder nicht? Okay, wir finden es aber auch fair, wenn unser Schwarzmarkt angegriffen wird, wenn wir gerade nicht am Kämpfen sind, oder? Ja, ist doch genauso nicht so fair, oder nicht? Ja, siehst du? Nein, das sind zwei verschiedene Welten. Nein. Eigentlich sowas, wenn ihr ins Anwesen geht, einfach Basefeld machen, ja? Wie einfach so besser. Nein. Oder wenn du. Oder ihr versucht das einfach mit Worten zu klären. Oder was ist das? Und dann gehst du pennen, Digga. Hä, was ist das? Was? Alfred, chill. Sei doch ein Mann und kämpf auf Straßen und geh nicht auf Dächern und geh dann schlafen, Digga. Ja, sei doch ein Mann und lass doch mal die anderen Leute erstmal wieder fit werden, dass sie gegen euch kämpfen. Hä? Wo ist der Sinn dahinter? Ich glaube, das läuft dir außer Atem. Lasst einfach mal das mit Schwarzmann. Behalten euer Schwarzmann, kein Problem. Ich hab doch gesagt, ich halte mich davon fern, wenn ihr meint, das stört euch. Wurde doch schon gesagt, ihr habt mich drauf gehört. Aber der wundert euch näher nicht, dass keiner den angreift. Ist doch gut. Wir reden hier gerade aneinander vorbei. Ich weiß. Pasi, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich hatte mit Sheriff eine Abmachung. Ich hatte mit Sheriff eine Abmachung, dass wenn die Schwarzmärkte angreifen, bleibt es bei den Schwarzmärkten. Bueno. Nach der Tafelrunde muss man die Sicht von meiner Familie verstehen. Aber Sheriff dachte eventuell, dass er nicht damit gemeint ist. Diese ganze Scheiße, die wir hier gerade bequatschen, ist nichts, was man nicht klären kann. Bueno, das mit diesem Zurückfahren und Schlafen gehen, verstehe ich, dass meine Jungs da angepisst sind. Aber im Endeffekt ist es eine völlig sinnlose Diskussion. Absolut sinnlos. Für mich auch. Loco. Ja, Mr. Bickel. Das Gespräch war zwischen dir und zwischen Sheriff. Richtig? Ja, richtig. Gibt es irgendwas zu sagen von deiner Seite aus? Von meiner Seite? Ich nicht, ich habe ja gesagt, was ich zu sagen hatte zu ihm.
Es war von meiner Seite aus aber respektlos, dass ich zu ihm gesagt habe, dass er seinen Platz kennen soll. Also wir verbleiben jetzt bei diesen Sachen hier. Danke doch, wie Sie merken, wir sind nicht Ihre Feinde. An mir liegt's nicht, ich habe das schon mal gesagt, an mir liegt's nicht. Mir hat das nur, dieses eine Wort ging in meinen Kopf rein und genauso wie ich das von Ihnen gesagt habe, Sie hätten das auch nicht mit sich machen lassen. Ich weiß, viele Familien vielleicht lassen das so mit sich so reden oder auch mit sich so machen, aber ich bin nicht so einer. Es ging darum, warum ich das gesagt habe. Es ging aber darum, ich persönlich, und ich denke, ich rede auch von meiner Familie, wir haben uns persönlich angegriffen gefühlt. Wir haben nicht gewusst, dass ihr da mit Bitcoin eine Abmachung habt. Also das war eigentlich für uns ein direkter Angriff, weil Mr. Bitcoin eine Tafel nur jede meine Ansage gesagt hat, dass jeder die Finger vom Schwarzmarkt lassen soll. Und dass wir damit beim Pit, und da hat auch Mr. Bitcoin gesagt, dass wir ein persönliches Problem mit der Familie haben. So kam das für uns rüber und deswegen habe ich auch so gehandelt. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja den Abend davor noch zu dir gesagt, ich lasse die Finger davon weg und wenn Mr. Bitcoin kommt, können wir nochmal reden. Aber ihr kommt halt nächsten Tag dann halt nochmal so hier an. Bueno, absolut beide Seiten haben recht. Ich würde sagen, wir vergessen diese Geschichte. Kein Problem. Unnötig einfach. Tee. Gibt's da schon neue Waffen? Nein. Nein? Wir brauchen jetzt vier Familien, die auf unserer Route arbeiten, damit das Waffengeschäft wieder läuft. Haben Sie schon welche da im Auge? Ich werde heute welche einstellen, vier Stück. Habt ihr Interesse? Nein, wir haben viel zu tun auf die Drogenrouten. Stimmt. Also müsst ihr mitkommen, wenn der Preis stimmt, bin ich dabei. 10 Familien drauf und 2 Unternehmen, 60 Zivilisten oder so. Wir haben sehr viel zu tun. Gut, dann werden wir jetzt unseren Geschäften nachkommen. Gracias für das Gespräch. Kein Problem. Dann haben wir das schon geklärt. Sehr gut, dass wir es klären konnten alles. Bueno. Adios. Adios. Salam alaikum. Salam. Was für OG von wieder, komm in die Hut und ich schieß euch nieder. Ich tu dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Staatsmacht denkt, sie hat ne Chance, doch wir setzen sie in Trance. Wir können euch nicht leiden, Adramiris und Michael Hort. Da die Waffen in der Hand, das ist die Macht. Eure Drogenrouten geben Centbeträge, während Bitcoin Mios macht. Du verlangst nach Krieg, damit du Respekt verdienst, Hermano. Das bekommst du nicht durch einen Krieg oder durch Kugeln, die du schießt von deiner Waffe, Mierda. Das bekommst du durch deinen Taten, durch deine Entscheidungen, die du triffst. Nicht durch deine verschissene Kugel, Mierda.